Hallo, Happy Sketching, zweite Übung, die Handschrift und der Stil. Immer wieder im Unterricht kommen besorgte Fragen bezüglich Stil, aber wie bringe ich meinen Stil ein? Was ist mein Stil? Oder gar Sketch and Draw erlaubt mir nicht, meinen eigenen Stil zu haben. Das sind alles unnötige Sorgen. Warum, das erkläre ich in dieser Übung. Der Stil hat etwas mit der Anatomie der Hand zu tun. Dann kommt noch etwas Temperament hinzu, also Stil gleich Anatomie und Temperament. Man kann also nicht irgendeinen Stil annehmen, so wenig wie man das Temperament einer anderen Person annehmen kann. Fast jeder kann einen Van Gogh erkennen, aber warum? Stil hat etwas mit den Radien der Gelenke unserer Finger zu tun, also von der Bewegung der einzelnen Fingergelenke zur Bewegung zur ganzen Hand und zur Bewegung zum ganzen Arm. Man kann sie minimieren, indem man den Handballen, also hier, nicht auf dem Papier auflegt, sondern dass man den Strich schwebend führt. Dann spielen die Radien nicht einzeln, was übrigens sehr unschön ist, solche Fingerradien zu sehen, solche Handradien zu sehen oder gar solche Armradien zu sehen, weil sie oft zu schnell sind. Will man etwas weniger krakelig arbeiten, also nicht kleiner, dann hilft es oft schon, den Stift ein bisschen weiter hinten zu halten, um eine schöne gesketchte Linie zu bekommen. Das ist übrigens ein wichtiger Grund, warum die Künstler stehen, denn dann wird die ganze Bewegung aus allen drei Radien zusammengesetzt. Zurück. Es gibt eine ganz einfache Übung, die uns dem Stil näher bringt, dem individuellen Stil näher bringt. Das ist die eigene Handschrift. Das ist die Handschrift Rembrandts. Das ist eine Zeichnung Rembrandts. Man sieht die Zeichnung, die Linien sehen schon ziemlich ähnlich aus wie seine Handschrift, hier auch in diesem Detail. Schreiben wir also zwei Briefe ohne Buchstaben. Ein Brief ist ein sorgfältig geschriebener Liebesbrief. Der zweite Brief ist vielleicht ein geharnischter Brief, worin wir uns über etwas beschweren. Brief hat keine Worte, nur Gesten, Gesten, wie wir sie in der Schrift brauchen. Okay, das wäre der liebevolle Brief. Der geharnischte Brief sieht vielleicht so aus. Vielleicht beschweren wir uns über etwas. Genau. Wir merken, der Strich ist schnell und trotzdem kontrolliert. Warum? Ja, natürlich, weil wir diesen Teil seit der ersten Klasse geübt haben. Kontrollierte, aber schnelle Form. Aha, warum ein Brief, fragen Sie vielleicht. Ja, das ist einfach. Wir wollen gerade auch noch das Formgefühl für die Fläche, für das Ganze üben. Okay? Ja, dann Happy Sketching. Der Blog freut sich auf den Upload der beiden Briefe und die Dozierenden natürlich auf das Feedback.